Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wissensvideo. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich irgendwann mal eine Frage habe und die beantwortet weiß, dass ich die Antwort dann direkt als Video poste, und weil dann sicherlich auch andere die Fragen für sich gehabt haben. Und diesmal war die Frage für mich: Kaltpressung, wie funktioniert das eigentlich? Und insbesondere bei Olivenöl, aber auch bei Saaten. So, und dann habe ich angefangen und ihr seht an meinem Tafelbild, das sollte die Seite Olivenöl werden, also Fruchtfleisch kalt zu pressen, und hier sollten die Saaten hinkommen. Hat aber nicht gereicht. Das heißt, wir machen nur das Fruchtfleisch, weil das doch komplizierter ist, als man das eigentlich annimmt, so eine Kaltpressung. Ich habe gedacht, okay, kalt pressen, einfach die Oliven auspressen und fertig. Ist aber nicht so. Also von daher behandeln wir heute nur das Fruchtfleisch, die Kaltpressung des Fruchtfleischs, und da exemplarisch am Olivenöl. Und mit den Saaten, das kommt vielleicht ein anderes Mal, wenn euch das Thema interessiert und auch die Tiefe, die sozusagen dieses Thema hat. Also von daher, Fruchtfleisch, die Oliven sind da. Was passiert dann? Sie werden erstmal gewaschen. Gewaschen bedeutet, dass man sie von Verunreinigungen, von organischen Verunreinigungen befreit. Das sind zum Beispiel Blätter und Steine, alles das, wie man normalerweise, wenn man etwas wäscht, das auch versteht. Danach werden die nicht gepresst, sondern sie werden zerkleinert, und da entsteht so eine sogenannte Maische, und diese Maische, diese zerkleinerten Sachen, sie dürfen allerdings nicht zu klein werden, weil sonst dann schwerer wird, das Öl von den festen Bestandteilen zu trennen. Dazu komme ich aber noch. Also die Maische, das sind die zerkleinerten Olivenölstückchen, die kommen in einen Malaxeur. Was ist ein Malaxeur? Ein Malaxeur sorgt dafür, dass sozusagen diese gesamte Maische erweicht wird, das heißt die Materie, also die festen Bestandteile weicher werden, dadurch die Zellen besser aufgeschlossen werden und dadurch mehr Öl extrahiert werden kann. Und ja, und nachdem sie sozusagen in dem Malaxeur sind, ist das diese Masse, da ist immer noch Olivenwasser und Olivenöl und auch die festen Bestandteile zusammen alles, immer noch eine große Masse, sie ist nur erweicht worden. Und nach der Erweichung durch den Malaxeur kommt diese Masse in einen Dekanter, und in diesem Dekanter wird durch Zentrifugation, das heißt durch Drehen, Olivenwasser von Olivenöl und vom Presskuchen getrennt. Allerdings muss man dazu sagen, dass hier das Olivenöl und das Olivenwasser, dass das zwar in einer Masse jetzt vorliegt, aber relativ wenig Olivenwasser ist. Und damit die Zentrifugation funktioniert, muss noch Wasser dazugegeben werden, damit die unterschiedliche Dichte hier, dass das besser funktioniert in diesem Zentrifugator. Also ja. Der Dekanter, der als Zentrifugator sozusagen dann agiert, teilt das in Olivenwasser, in Presskuchen und in Olivenöl. So, entscheidend für uns ist, wir sind immer noch nicht beim kaltgepressten Olivenöl. Das steht hier unten. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Also aus dem Dekanter kommt ein Olivenöl raus, und dieses Olivenöl wird nochmal gefiltert. Das heißt, da werden spezielle Schwebstoffe rausgefiltert, und dann kommt man zu diesem kaltgepressten Olivenöl. Das ist das erste Produkt, was sozusagen erhalten wird. Das Olivenwasser, das bleibt übrig, das hat man hier, und dann gibt es noch den Presskuchen, und die Wirtschaft verwertet wirklich alles, und aus diesem Presskuchen, das sind die festen Bestandteile, wird nochmal durch Extraktion ein sogenanntes Tresteröl. Also wenn ihr mal Tresteröl lest irgendwo, dann ist das das, was sozusagen der Rest ist, wovon das hochwertige Öl bereits abgeschieden ist. Dieses Tresteröl hat eine sehr sehr niedrige sensorische Qualität, das heißt, es schmeckt wie Scheiße, und entsprechend muss dann noch was gemacht werden. Und was macht man da? Ich gehe mal auf die andere Seite. Man raffiniert natürlich. So, das heißt, man tut richtig schön Hitze, alles drum und dran, die volle Raffinierung, und dann hat man raffiniertes Olivenöl. Und ja, das kann man dann sozusagen preiswerter natürlich dann erwerben, und aber die meisten nehmen natürlich kaltgepresstes Olivenöl. Ja, das soll es mal in allem Detail gewesen sein, wie so ein Olivenöl entsteht. Also nicht einfach nur pressen, sondern da ist schon einiges mehr, um wirklich das Maximum aus der Olive rauszuholen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, kurz und knackig. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Christian. Tschüssi. We'll be right back.